Heute das und mehr in diesem Video. Ich bin Uli und los geht's. Und damit recht herzlich willkommen bei Traintriebs. Jeden Freitag 16 Uhr bin ich für euch da, so auch heute. Und ich will gar nicht lange irgendwie drum rumschweifen, denn ihr seht schon, ich mache an der gleichen Stelle weiter, wo ich im letzten Video aufgehört habe. Aber es ist ein Wochenprojekt, ein Wochenupdate. Also wer das letzte nicht gesehen hat, kann beruhigt auch nur dieses Video gucken und wird trotzdem was Schönes zu sehen bekommen, bin ich mir ganz sicher. Aber trotzdem würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr auch die anderen Videos angucken wollt. Ich habe das alles in der Playlist zusammengefasst, also den gesamten Schrottplatz, den ich jetzt hier baue, so auch den Steinbruch vorher und auch das Holzlager, jeweils in eigenen Playlist, sodass man sich das alles schön zentriert angucken kann. Mal zur Geschichte jetzt von der Elektrik. Ich werde jetzt gar nicht groß drauf eingehen. Widerstände rein, Stecker, Steckerleiste, alles gut, alles schön. Und wo ich das so sehe, fällt mir so ein bisschen meine Großmutter ein. Die ist allerdings schon vor Jahren gestorben, irgendwann nach 90ern oder sowas. Ist ja auch egal, als kleiner Junge war ich da öfters und habe für meine Eltern zu Weihnachten irgendwas gebastelt, einen Stickrahmen oder wie auch immer oder mal irgendwas, ich weiß es nicht mehr, irgendwelche Wandteppiche geknüpft und sowas, keine Kinderarbeit. Und da sagte meine Oma immer zu mir, Uli, das muss von hinten genauso aussehen, genauso schön aussehen wie von vorne. Recht hat sie gehabt. Und genauso sehe ich es bei der Modellbahn. Die muss von unten genauso schön aussehen wie von oben oder von der Technikseite her. Ja, und deswegen gebe ich mir da auch Mühe und versuche die ganzen Kabel alles schön zu machen. Unabhängig davon alles dokumentiere, dass ich weiß, welches Käbelchen was ist. Aber in den einzelnen Modulen natürlich nicht, weil das wäre ein bisschen Quatsch. Aber ansonsten mache ich das immer und sehe zu, dass es immer vernünftig aussieht. Was mache ich jetzt hier? Hier baue ich einen Kran, sagt man das? So ein Laufkatzenkran, so kenne ich das irgendwo. Habe ich neulich gesehen auf einem Schrottplatz, das sah sicherlich ganz anders aus, ist auch völlig egal, wo eben so Teile hochgehoben wurden, war da vielleicht ein Magnet unten drunter oder wie bei mir, ich habe hier einen Haken genommen, der Haken ist, ihr werdet es wahrscheinlich erkennen, der liegt ja hier unten, das habe ich ihn gerade aus dem Bild rausgekickt, das ist eine Kupplung von einem Wagen, ja, den habe ich mir ein bisschen so zurechtgeschnitzt, ein bisschen rumgeknispelt und mit der Feile bearbeitet und habe mir diese Gitterbrücke hier ausgedruckt und mit 3D-Drucker, habe das fertig gemacht, habe hier oben mir irgendwas einfallen lassen, das hatte ich da, das Teil, keine Ahnung, wo ich das her habe, von irgendwas wird es gewesen sein, wie so eine Laufkatze oben, wo das hin und her läuft und habe jetzt diesen kleinen Haken, der ja eigentlich, nee, hier mache ich was ganz anderes, hier habe ich Kabel aufgerollt, man sieht es vielleicht nicht richtig und habe im Grunde genommen dargestellt, sieht kein Mensch später, und habe im Grunde genommen dargestellt, dass dort das Seil, was da nach unten geht zu dem Haken, aufgerollt wird, wenn es benutzt wird. Siehst du wirklich nur, wenn du da direkt mit der Nase drauf stößt. Aber mir ist das egal. Das Thema hat man ja schon öfters mal gehabt, dass diese vielen kleinen Sachen, gerade bei den selbstgebauten, das ist wahrscheinlich selbstverständlich, wenn ich einen Bausatz kaufe. Da möchte man, dass das Teil dran ist. Da möchte man, dass es so funktioniert. Ja, aber das ist ja eben 100% Eigenarbeit. Unten eben dieser Haken, die von Kupplung, dann einfach nur ein kleines Stückchen Draht oder besser gesagt Litze oben drauf gerollt, man sieht es ein kleines bisschen. Super, gefällt mir. Das, ja, ergibt sicherlich so überhaupt keinen Sinn, was ich da mache. Vielleicht müsste auch das Teil unten sitzen, was da hin und her fährt. Ist mir aber auch völlig egal. Wahrscheinlich muss es unten sitzen. Na klar, sieht doch sowieso kein Mensch. Wir sind mal ehrlich, das ist so klein und das ist ein Meter auf meiner Modellbahn weiter hinten angebracht. Aber es ist ein schönes Gesamtbild. Es macht sich gut, es sieht nett aus. Es hat eine Funktion, weiß ich nicht. Also funktionieren tut es natürlich nicht, aber ist schon recht nett irgendwo die ganze Geschichte. Und jetzt komme ich natürlich endlich mal zu den ganzen Schrottteilen. Deswegen sagte ich, ich mache heute relativ große Fortschritte. Da kommt noch, bis zum Ende des Videos kommen da einige Sachen, die ich jetzt hier so baue und bastle, wo ich endlich mal die ganzen Teile setzen kann, wo ich jetzt sagen kann, jetzt wird es ein Schrottplatz. Bis jetzt war es ja nur ein Schrottlagerkisten vorne, diese Bansen, die ich da gebaut hatte, ja, und sowas. Aber das sind halt die Vorbereitungen, die man immer braucht, die Vorbereitungen, die man machen muss, die dauern, das kennt ihr selber. Das eigentliche Platzieren, was ich jetzt hier mache, das ist so ein bisschen, naja, wie es einem gefällt, so dahin zu frickeln, alles irgendwo hinzulegen, wo man sagt, da könnte es liegen, wenn es ein echter Schrottplatz wäre. Der ist wahrscheinlich weit, weit weg von einem echten Schrottplatz, aber das ist mir auch völlig egal. Ich finde, es sieht nett aus. In der nächsten Folge übrigens, in der nächsten Woche könnt ihr schon mal vielleicht euch darauf vorbereiten, wird das Projekt
fertiggestellt. Ja, ihr seht es ja immer hier auf meinem Basteltisch liegen. Es ist auch nur der eine Teil des Schrottplatzes, der andere Teil, der schmalere Teil noch, der ist halt, den zeige ich euch fast nie. Aber da kommen wir nächste Woche nochmal drauf. Da kommt natürlich jetzt hier Begrünung und was weiß ich, guckt es euch einfach an in der nächsten Woche. Ich bin nämlich jetzt so ein bisschen, ich kann das sagen, weil ich es jetzt hier schon ziemlich fertig habe. Es muss nur noch alles angeschlossen werden, es muss zum Funktionieren gebracht werden und so weiter und so fort. Und guckt mal, hier ist wieder nett aus mit den kleinen Dingen da. Mit diesem, ja, da sage ich mal, da wird eben von dem LKW hinten was hochgehoben, vor die Tore dargestellt und dann kann das da reingemacht werden. Motor, der vielleicht ausgebaut worden ist oder was weiß ich, was da so alles gibt, ja. Und ja, ich finde das nett, das ist eine hübsche kleine Geschichte. Und somit hätte man erstmal den linken Teil jetzt schon von dem Schrottplatz, beziehungsweise von dem linken Teil, der linke Teil. Und jetzt kommen wir zu den Autos. Ich hatte ja gesagt, es sollte ja in dem einen Teil, ne, hatte ich glaube ich nicht, ich habe nur gedacht, dass es kommen wird, sollen ja Autos gemacht werden. In der kleinen Scheune, die jetzt zu sehen war, da ist ja ein Auto drin, was gerade auseinandergebaut wird. Da ist ja Beleuchtung, haben wir jetzt nicht gesehen, weil sie noch nicht angeschlossen ist. Und dann habe ich ja diesen China-Auto-Kram hier mir gekauft, ja. Hatte ich ja im letzten Video schon erwähnt und habe auch noch andere Autos. Wir sehen es jetzt hier schon, so eine Art Cabrio oder was weiß ich. Und da oben, den finde ich besonders schön. Das sieht aus wie ein uralter, dieser uralte Citroën-Transporter. Vielleicht kennen ihn die meisten noch. Wir sind ja alle meistens in unserem Hobby ein bisschen älteren Jahrgangs. Ohne jemanden zu nahe zu treten wollen, aber es ist nun mal so. Gibt auch viele jüngere Leute, weil ich es sehr schön finde. Und habe eben die ganzen Autos erstmal mit Schrott Grundierung oder nicht Schrottgrundierung, mit Rostgrundierung bemalt, sodass die erstmal weil das Glänzende und alles gleich aussehen, das kann ich nicht machen. Das sieht ja furchtbar aus. Ja, das kannst du so nicht hinstellen. Also jedes Fahrzeug, was ich irgendwo aus dieser Sache da habe, aus diesen chinesischen Fahrzeugen, aber auch von deutschen Herstellern, das kann ich nicht so hin. Das ist wie aus dem Ei gepellt, das sieht nicht, ja. Und hier ist natürlich so, die Karossen sind recht gut, die kann man nutzen. Das Fahrwerk, die Räder, naja, ist ein bisschen lieblos. Das Fahrwerk vielleicht nicht, aber die Räder, wo die Aufkleber schief drauf sind und sowas. Für den Schrottplatz gut, da kannst du mal Räder hinlegen, da kommen wir auch noch zu, das passt schon irgendwo. Und habe dann eben mit verschiedenen Farben, wir sehen es ja rechts in der kleinen Palette, habe ich dann so ganz vorsichtig so drüber gestreift, die verschiedenen Karosseriefarben. Ja, die verschiedenen Karossen haben mich jetzt nicht für unendlich viele Farben entschieden. Das wäre ja auch ein bisschen Quatsch gewesen. Gut funktioniert es bei dem Blauen, wie wir oben sehen. Das Rot, das wird mir sehr, na, bei Rot und Rostfarbe ist so sehr, sehr ähnlich. Aber eben so sehen die Fahrzeuge alle anders aus. Jedes einzelne Fahrzeug ist jetzt individuell im Grunde genommen, auch wenn sie sich ein bisschen ähnlich sehen, ist ja klar. Weil meistens habe ich immer zwei oder drei von diesen Autos in der gleichen Farbe gemacht. Es ist ein bisschen eine Herausforderung, sage ich ganz ehrlich. Man kann sie ja nicht einfach nur bemalen. Man muss versuchen, schon das so hinzukriegen, dass das negativ, also umgedreht wirkt. Ja, so dass man sagen kann, ich habe, wie soll ich jetzt mal ausdrücken? Der Rost ist ja vorher drauf und dann kommt erst die Farbe oben drauf. Normalerweise ist ja eine Karosse farbig und verrostet irgendwann und dann ist genau umgedreht. Aber wenn ich erst die Farbe auf die Fahrzeuge auftrage und dann die verrosteten Stellen drauf male, dann sieht das furchtbar aus, hässlich aus in irgendeiner Form. Ja, dann hast du da so einen Effekt drin, dass das irgendwo so verwischt, verschmiert. Ja, den Rost, den man aufträgt, da hat man eben, das sieht nicht schön aus. Man kann eben, wenn ich gerade die blauen Autos sehe, das sieht schöner aus, wenn man das eben so rum macht und dann die Farbe, die dann so wie abgeblättert ist und der Rost kommt langsam durch. Eigentlich ist der Rost ja auch unten drunter. Naja, ist egal. Hier diesen kleinen Zitronenmännchen, den habe ich natürlich auch angerostet irgendwo. Der war ja so in so einem komischen Grün da von Haus aus, so aus Plastik. Und da habe ich mir jetzt eben gedacht, ich mache es bei ihm ein bisschen anders. Ich gebe ihm die Grundfarbe schwarz. Ich kann mich irgendwo an so ein Fahrzeug erinnern. Frag mich nicht woran. Da war der genauso, wie es hier zu sehen ist. Der war eigentlich schwarz und war fürchterlich verrostet. Ja, ihr dürft natürlich bitte nicht vergessen, wie hoch ich gerade hier immer reinzoome, wenn man sagt, ja, der malt aber unordentlich. Nein, ich gebe mir schon Mühe irgendwo. Aber es ist natürlich alles so winzig klein, ja, dass das eben natürlich, wenn ich mit meiner Kamera ja so richtig doll ranzoome, ja, es ist ja nicht so groß, das Fahrzeug. Es ist ja so klein, ja, man sieht es ja jetzt hier. Und die werden natürlich auch aufeinander gestapelt. Da kommen wir auch gleich noch zu. Die gelben gefallen mir ehrlich gesagt nicht so. Mit der gelben Farbe macht sich das schlecht. Aber ein schlauer Uli, oder auch nicht, ich weiß es nicht, habe die gelben natürlich nach unten gemacht und dann kommen, das werden wir gleich sehen, und da kommen natürlich dann die anderen, die gut geworden sind, die mir gefallen haben, die kommen natürlich oben drauf. Diesen
vermeintlichen Zitronen, den habe ich da an die Ecke gestellt, fand ich passt super zu dem kleinen Haken. Alles, alles schön. Und jetzt staple ich natürlich wie ein alter Hochstapler meine Autos alle übereinander, die so ein bisschen besonders aussehen. Die habe ich nach vorne gestellt, diese kleinen, nicht Cabrios, Coupés. Ja, ihr seht schon, das Gelbe habe ich nach unten gemacht und schon sieht das nett aus. So kann man es durchaus durchgehen lassen. Ja, von oben hat er mir nicht so gefallen. Und so staple ich die alle aufeinander, die klebe ich alle mit Weißleim zusammen. Das klebt super und wer mal eben Obacht gegeben hat, die Lampe hier rechts, dieser Gittermast, das steht ja auf so einer Art Betonsockel, sage ich jetzt mal so. Und das ist ja Hartschaum. Das heißt, wenn ich an die Lampe rankomme, was ja passieren kann, das ist ja ein Modul, was ich abnehme, dann kann die sich ein bisschen verbiegen. Seht ihr das? Die auf dem Sockel unten bewegt die sich ganz leicht und bricht mir nicht ab. Super, habe ich schon mehrfach gebraucht, weil ich mit meinen dicken Händen hier da öfters mal rangekommen bin. Und so kann man das umgehen, indem man so einen Sockel da eben nicht aus irgendwas Gipsmäßigem macht, sondern eben aus Hartschaum. Finde ich ist super. Der wird später ja noch ein bisschen in der nächsten Folge bearbeitet, sodass er dann auch ein bisschen, na, nicht so frisch aussieht, sondern ein bisschen verdreckter alles. Und so habe ich die ganzen Autos übereinander gestapelt. Die werden alle von der Rückseite, das zeige ich euch in der nächsten Folge auch noch, werden diese ganzen Fahrzeuge auch von hinten nachher noch mit sehr dickflüssigen Sekundenkleber miteinander nochmal verklebt, sodass es wirklich fest ist, ja, wie gesagt. Und die Reifen, die verteile ich hier alle irgendwo ein bisschen. Da hängt noch so ein kleiner Plastikschnips an der Seite dran. Sage ich euch ganz ehrlich, sieht kein Mensch. Das seht ihr in dieser Auflösung jetzt hier, in diesen Zoom-Bildern, was ich schon sagte. Das passt alles irgendwo. Die Fahrzeuge werden alle noch zum Schluss ein wenig bemalt. Ich weiß nicht, ob ich es in dieser Folge noch zeige. Die werden alle noch kräftiger von der Farbe gemacht. Es kommt, glaube ich, in der nächsten Folge mit. Aber ich will es nicht zu viel erzählen. Da zeige ich es doch gleich und weiß es nicht mehr. Das ist, wenn man zwei Tage später das Video einspricht, was man eben am Montag schon fertig geschnitten hat. Naja, wie auch immer. Auf jeden Fall fand ich eben diese alte Karre da unten rechts. Ich weiß nicht, was das sein soll. Auch ein Citroën, oder? Dieser hier, kennt ihr noch Phantom? Ich schweife aus. Dann habe ich eben ja die Räder alle irgendwo ein bisschen hingelegt. Die werden nachher auch noch ein bisschen verrostet. Da hinten auf die Kofferhaube drauf. Das mit dem Kleber, das mache ich nachher noch mit ein bisschen, mit einem Zahnstocher wieder weg. Und wenn der trocken ist, ist das alles unsichtbar. Das passt irgendwo. Das kann man ruhig machen. Das ist alles nicht weiter schlimm, wenn da so ein bisschen Kleber ist. Ja, ich würde mich freuen, wenn ihr euch eins von diesen beiden Videos hier oben anschaut. Dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Woche wieder. Freut euch drauf. Dann machen wir nochmal einen richtigen Fortschritt. Dann wird nämlich alles fertig. Aber wirklich alles fertig. Und dann bis dahin. Bis nächste Woche Freitag, 16 Uhr. Macht's schön gut, euer Uli. Tschüss.